Hallo und herzlich willkommen zurück zu Expeditions, a Mudrunner Game. Ja, noch habe ich gute Laune. ich bin mir nicht sicher, ob sich das ändert und wie sich das ändert, wenn wir diese Aufgabe machen. Ich wähle sie jetzt erstmal aus. Und zwar, wir müssen eine seismische Messung der Umgebung durchführen. Also brauchst du einen schweren Truck mit Vibro-Seismik-Ausrüstung. Sie erhöht das Gewicht des Fahrzeugs beträchtlich. Kaufe also alle nötigen Upgrades. Was auch immer das heißen mag. Wir brauchen auf jeden Fall einen Offroad-Truck. Wieso steht da eigentlich Truck 2 Trucks? Ich habe immer gedacht, dass die damit meinen. Moment, ein Offroad-Truck. Wieso hat der Scout? Ach so, weil er schon Gerät drin hat. Ah, das meinen die wahrscheinlich. Ja, da ist halt der erste immer noch besser als der zweite aktuell. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich den jetzt upgraden würde, wenn ich jetzt ehrlich bin. Moment, was haben wir denn hier? Ach so, das ist wegen der Lagefläche wahrscheinlich, ne? Und da kann man was reintun. So ist das bestimmt gedacht. Ja, ich würde sagen, wir nehmen wie immer den hier, aber wir kaufen uns noch was dazu. Wenn die das schon so sagen, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass wir diese zwei Sachen auf jeden Fall brauchen. Nee, es gibt keine geeignete. Nein. Nein, 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 nein. Ich habe das jetzt nicht extra gekauft, damit ich das jetzt hier. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Moment, entfernen? Damit kann ich aber nur den Truck entfernen, nicht das, was ich da gekauft habe, oder? Hier ist ein Ausrufezeichen drin. Wieso habe ich das eben nicht gesehen? Also müssen wir zwangsläufig den hier nehmen. Ja, super. Rahmenmodule. Pritschenwagen. Okay. Kann man die kaufen? Ja. Okay, perfekt. Aber wir brauchen jetzt natürlich... Ach du Schande. Wir brauchen dieses Gerät hier. Die kriegen wir auch noch gratis. So, das wählen wir uns aber jetzt aus. Haben wir noch andere Sachen, die wir ja gratis kriegen können? Nee, ne? Es wäre natürlich cool, wenn wir die Sachen nicht bezahlen müssten, sondern immer gratis kriegen würden. Na gut, dann... Ach so, das war schon die Sache hier mit der Außenseite. Okay. Ich hoffe, er hat es jetzt angenommen, weil eben hat er mir das so nicht angezeigt. Doch, jetzt ist es aber drauf. Okay. Ja, dann müssen wir das jetzt nochmal fürs Inventar kaufen. Das ist doch blöd. Verballere ich hier das ganze Geld. Ja, super. Brauchen wir den Wasserstand? Ich hoffe mal nicht. Ich habe aber auch keine Ahnung. Also so diese seismografischen Sachen, diese Messungen, die machen die, soweit ich weiß, ja nur im Boden quasi, ne? Einsetzen. So. Frage ist jetzt, wo müssen wir hin? Fragezeichen. Ja, hier ist überhaupt gar kein Ziel. Ist das Fragezeichen unser Ziel? Nee, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, wenn wir jetzt hier oben anfangen. Ich versuch's mal. So. Und nun? Wir können auch handeln, das ist toll, aber... Moment, 200 Liter? Hatten wir immer 200 Liter? Das ist ja jetzt nur Transfer, aber das können wir jetzt nicht hier reinziehen, ne? Schade. Ja. Was müssen wir denn jetzt machen? Fahrer aus dem Camp. Achso, da vorne hin. Okay. Stimmt. Jetzt, wo ich das gerade so lese, da ist eine Markierung. Die habe ich nicht gesehen. Boah, und den Stein hier habe ich auch nicht gesehen. Hilfe. Hallo? So, die Frage ist jetzt nur, wo müssen wir dann hin? Was?
Der Seismograph kommt bei geologischen Expeditionen zum Einsatz. Die Entfernung zu Zielpunkten wird oben rechts im Bildschirm angezeigt. Ist jetzt gerade ein bisschen verdeckt. Du bestimmst die Ausrichtung. Eine Entfernung von weniger als 150 Metern aktiviert ein Tonsignal, das bei weniger als 10 Meter schwächer wird. Okay, worauf ein Befehl zum... Ach, zum Scan-Start. Oh nein, das heißt, wir haben jetzt kein Ziel. Oh Gott, wir haben jetzt kein Ziel, sondern müssen quasi dem Signal hinterherfahren. Ist das euer Ernst? Okay, da wird es weniger. Ich hoffe für euch, dass wir den Berg runter müssen. Komme ich so nicht direkt drin. Nein. Ja gut, das wird jetzt... Ja doch, es wird weiter, weil ich jetzt Kurve fahre. Ich hoffe aber. Jetzt geht's wieder runter. Okay. Die Frage ist, obwohl, da kommen wir nicht weiter, oder? Moment. Ach du Scheiße, wir müssen oben rumfahren, oder? Wir müssen doch... Oh, nee, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Oh. Alle Spiegel verkehrt. Wäre es besser, hier zu drehen? Ich bin mir nicht sicher mit dem Ast hier. Na, wir können es mal probieren. Eieiei. Also Äste sind immer sehr, sehr böse in diesen Spielen. Das haben wir ja schon gelernt. Drehen auf engstem Raum, check. Nein, fahr doch rückwärts. So, jetzt müssen wir nochmal wieder, noch mal wieder da hoch, genau. Ja. Ist das blöd, wenn man kein Ziel hat? Ich weiß, runter ging es besser, aber ich will Benzin sparen, weil ich ja nicht weiß, wohin ich muss. Möchte ich schon so lange wie möglich natürlich ohne Allrad auskommen. 25 Meter. Oh, mach schon. Fahr. Oh, das war schon. Das war's schon. Oder auch nicht, weil ich glaube, ich jetzt gerade ein neues Gebiet bekommen habe. Erkunde die Gegend. Oh, ist das euer Ernst? Wie oft müssen wir das denn machen? Und da geht's runter, wenn ich darum fahre. Ich habe mich gerade schon gefreut. Ich denke ja, geil, Aufgabe abgeschlossen. War wohl nicht so. Wäre auch ein bisschen kurz gewesen, muss man jetzt auch dazu sagen. Aber ich habe mich trotzdem schon gefreut. Okay, kommen wir da überhaupt rum? Das sieht mir alles so ein bisschen... Ich bin mir nicht so sicher aus. Ja, komm, komm, fahr. Ich habe die Befürchtung, es wird da matschig. Hallo? Okay. Wie wäre das? Shift E? Nein, das machst du jetzt nicht.
Das machst du jetzt nicht. Nein. Böser Truck. Ganz böser Truck. Fährst da jetzt drüber. So. Die Frage ist nur, wo fahre ich jetzt hin? Also wir können entweder das Gebiet hier oben, aber dann ist irgendwann auch Sense. Die Frage ist, sollen wir da hin oder sollen wir da nicht hin? Wenn ich jetzt den Linksdreh mache, geht das was runter. Oh, diese Entscheidung selber zu treffen, hasse ich tatsächlich. Mist. Jetzt geht's wieder hoch. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Und jetzt geht's wieder runter. Mal schauen. Nein, nein. Böser Truck, böser Truck. Echt schwer, mit so einem schweren Teil hier zu fahren. Ja, fahren wir jetzt runter. Da hoch können wir jetzt nicht wirklich, ne? Wir könnten noch ein Stück nach links, aber da kommen wir, glaube ich, dann nicht weiter. Oh, was ist das denn? Ja, guten Tag. Was seid ihr denn? Schade, dass es hier keinen Fotomodus gibt. Ich mache mal eben einen Screenshot so. Das sieht ja cool aus. Okay, wie komme ich denn jetzt runter? Also ohne selber Schäden zu nehmen, meine ich jetzt. Aufstieg. Okay. Oh, können wir den Baum so ein bisschen wegknicken hier? Der Baum sollte ja nachgeben, ne? Ist ja alles Metall hier. Okay. Das sieht gut aus. Oben oder unten rumfahren? Ich bin mir nicht sicher. Hier sind überall Kakteen. Alter. Ich muss mir hier die Gegend mal ein bisschen platt machen. Tut mir leid. Oh, jetzt kommen hier aber die Bäume. Oh. Kann ich da durch? Halt, stopp, stopp, stopp. Ja, mach es, mach es. Das reicht mir. Aber dass das schon 10 Meter waren. Wildes Colorado. Schließe alle Expeditionen in Little Colorado ab. Yes, wir haben es geschafft. Und es war wieder eine recht kurze Expedition, muss ich zugeben. Aber wie gesagt, ich möchte die halt so thematisch immer pro Folge eine Aufgabe im Endeffekt haben. Ja, cool. Setze mehr als dreimal Stellschrauben ein. Habe ich gemacht, obwohl ich keine einzige benutzt habe. Ja. Die Logik verstehe ich jetzt nicht ganz, weil ich ja keine einzige Stellschraube benutzt habe. Aber gut, lassen wir mal einfach so stehen. Hauptsache Häkchen ist dran. Lass das Fahrzeug maximal dreimal umkippen. Ja gut, maximal. Es ist noch nicht einmal umgekippt, also habe ich das bekommen, das verstehe ich. Nimm weniger als 50 Schaden durch Reifenwechsel. Okay. Ich kann mich zwar nicht ganz daran erinnern, dass wir irgendwo auf der Fahrt einen Reifenwechsel gemacht haben, aber anscheinend, ne, ich nehme es mal so an. Ja, perfekt. Gegenstände. Bodenanker. Verkaufte Items. Das heißt, also wenn ich das richtig verstehe, das ist mir ja schon mal aufgefallen, wenn ich die Sachen nicht benutze, verkaufe ich sie wieder. Die Frage ist nur, da habe ich ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet, verkaufe ich die eigentlich für den gleichen Preis wieder oder für weniger? Das ist natürlich jetzt die große Frage. Würde mich jetzt mal interessieren. Also wir haben jetzt 1350 für beides zusammen. Ja, wie ihr seht, wir haben dann hier in Little Colorado alles abgeschlossen. Das heißt, dass wir uns jetzt aufmachen und nach Arizona wechseln in der nächsten Folge. Aber wie gesagt, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.